Und Zukunftsmacher live. Heute ist uns Carsten Schwanke zugeschaltet. Ich grüße Sie recht herzlich. Ich grüße Sie auch. Hallo. Ja, ist das noch Wetter oder schon der Klimawandel? Das ist Ihr aktueller Vortrag, den ich noch vor der Corona-Krise in Köln live erlebt habe. Ich war da sehr beeindruckt, weil mir natürlich vieles aufgegangen ist, aber auch gesehen habe, wie engagiert Sie sind. Sie unterstützen Fridays for Future, Sie gehen mit dem Vortrag in Schulen und auch eben in Universitäten, um dort zu diskutieren und das Bewusstsein zu schärfen. Und unvergessen, denke ich, ist natürlich auch Ihr Auftritt bei den Abendthemen, wo Sie den Klimawandel und den heißen Sommer 2018 erklärt haben und da ja auch nominiert worden sind für den Grimme-Preis. Nun ist es ja derzeit so, Herr Schwanke, dass durch die Corona-Krise der Klimawandel ein Stück weit in den Hintergrund rückt. Dennoch haben wir ja die Folgen oder wir sehen ja, was passiert. Der April sicherlich als der sonnigste Monat seit der Wetteraufzeichnung und natürlich auch der trockenste. Nun kann man natürlich sagen, Trockenheit ist ja eigentlich ein Thema für das Wetter. Was ist in Verbindung mit dem Klimawandel da? Die Sonne ist auch immer ein Thema für das Wetter. Also nochmal kurz zum April, er war der sonnigste. Er war bei uns nicht wirklich in all, also in den meisten Orten war er nicht der trockenste. Er pendelte sich so ein an Platz 2, 3, 4, weil es in den letzten Apriltagen ja doch nochmal ein bisschen geregnet hat. Auf jeden Fall sehen wir ja eine Tendenz. Und wenn wir über den Klimawandel reden, dann müssen wir vor allem über eins bedenken. Wir reden nicht über eine Momentaufnahme. Wir sehen größere Zeiträume. Wir sehen größere geografische Skalen. Der April reiht sich aber ein in ein Muster, das wir erkennen und weshalb man eben dann auch mal über einen kürzeren Zeitraum sagen kann, das ist ein Zeichen des Klimawandels. Der April war zum Beispiel weltweit erneut der wärmste April seit Beginn regelmäßiger Messungen. Und das ist ja etwas, was wir immer wieder in den letzten Monaten eigentlich immer wieder sehen. Entweder sind wir an Platz 1 oder an Platz 2 bei den Monaten, bei den weltweiten Aufzeichnungen. Was wir in Deutschland sehen, ist, dass sich die Aprilmonate, gerade auch das Frühjahr, in den letzten Jahrzehnten sonniger gestaltet. In den letzten 20, 30, 40 Jahren. Also das heißt, der April wird bei uns trockener, er wird sonniger, neben der Tatsache, dass er wärmer wird. Das können wir eigentlich für alle Monate festhalten. Und das ist ein ganz interessantes Muster, das muss man weiter beobachten. Aber hier scheint sich etwas abzuzeichnen, zumindest zur Zeit. Das kann sich in 30, 40 Jahren auch wieder verändern. Dann kann es vielleicht einen anderen Monat treffen oder andere Monate treffen. Aber zur Zeit haben wir eine Tendenz dahingehend, dass diese Aprilmonate bei uns immer trockener und sonniger werden. Also durchaus auch etwas, was man, ich denke, schon auch mit dem Klimawandel in Verbindung bringen kann. Denn wir müssen ja all diese Anzeichen, wir müssen dieses tagtägliche Wetter da draußen, das müssen wir nehmen, müssen untersuchen und müssen es in einen Kontext bringen zum Klimawandel. Gibt es ja trotzdem viele Klimaleugner, wie wir wissen, gerade in den sozialen Medien. Und es ist auch so schwierig zu erklären. Also wie kann man die globale Erwärmung erklären? Es gibt ja sicherlich auch Gründe, dass man sagt, Vulkanausbrüche oder andere Wetterphänomene spielen mit eine Rolle. Aber es geht ja schon darum, dass es eben der Klimawandel ist, der menschengemacht ist. Definitiv. Und natürlich stürzen sich die Klimaleugner auf alles und auf jede Aussage, wahrscheinlich auch auf dieses Video. Es ist streng genommen natürlich nicht erlaubt, Wetter und Klima in einen Topf zu werfen. Wetter ist das, was jetzt draußen stattfindet. Klima, 30-jährige, lange Mittelwerte. Kalte Statistik, nicht anfassbar. Wir werden aber diesen Klimawandel über das tagtägliche Wetter erleben. Deshalb müssen wir uns mit diesem Zusammenhang beschäftigen. Ein Punkt ist absolut sicher. Das, was wir zurzeit erleben, nämlich diesen verstärkten Treibhauseffekt, das ist eindeutig zurückzuführen auf den starken CO2-Ausstoß durch uns Menschen in den letzten 150, 200 Jahren und vor allem in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also es gibt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen diesem menschgemachten Ausstoß an Treibhausgasen und der Zunahme der Temperatur. Und um das gleich direkt vorwegzunehmen, ja, es gab ja schon immer Klimaveränderungen, aber auf ganz anderen Zeitskalen. Und das ist das A und O. Wir reden ja jetzt haben Sie ja gesagt, also wenn Sie die Treibhauseffekte ansprechen, dann geht es ja vorwiegend um CO2. Und es gibt ja nun auch viele Vorstöße, wo man sagt, wir müssen es bepreisen, es muss ein anderes Gewicht bekommen. Wie stehen Sie dazu, Herr Schwanke?
Da muss ich sagen, sind alle Türen weit geöffnet für eine rege Diskussion nach den besten Lösungsansätzen. Und ein Lösungsansatz, den ich auch für möglich halte und den ich glaube ich, der wahrscheinlich notwendig sein wird, ist eine Bepreisung des CO2, denn wir Menschen bewegen uns nach dem Preis. Also wir bewegen uns dorthin, wo die größte Banane hängt, die auch noch vielleicht lecker und auch noch preiswert ist. Also diese Kombination, die juckt uns schon sehr in den Fingern. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass wir finanzpolitische Steuerungselemente brauchen. Ob es die CO2-Bepreisung, eine 1:1 CO2-Bepreisung ist oder ob es andere Möglichkeiten auch noch gibt, vielleicht auch in Kombination. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir es ehrlich anpacken wollen, dann muss etwas, das eine Tonne CO2 ausstößt, entsprechend mehr Geld kosten als ein vergleichbares Produkt, das diese Tonne CO2 nicht ausstößt. Da können wir nicht länger drum herum reden. Ich glaube, da müssen wir ran. Sehen Sie denn jetzt gerade durch die Corona-Krise Chancen, dass wir Veränderungen einläuten? Also die Frage ist ja wirklich, das sind ja Kosten, die auf uns zukommen durch Dürren und Überschwemmungen, die ja noch im Moment, glaube ich, gar nicht so im Fokus sind. Also was kann man überhaupt machen in Städten, vor allen Dingen wahrscheinlich in den Städten? Und auf der anderen Seite, wie kriegen wir das gestemmt in den nächsten Jahren? Ich glaube, zwei Sachen, die da im Zusammenhang mit der Corona-Krise, die ich beobachte. Das eine ist natürlich schon durchaus die Angst, dass nach der Corona-Krise die Leute aufatmen wollen, aufatmen müssen, durchatmen Klar. müssen, den Kopf freikriegen müssen und erstmal nichts mehr hören wollen von irgendeiner anderen Krise. Das ist ein Problem, denn die Klimakrise, die wird uns über längere Zeit in den nächsten Jahrzehnten deutlich mehr kosten und uns deutlich mehr durcheinanderwirbeln als diese Corona-Krise. Da bin nicht Ja. nur ich von überzeugt. Das heißt, die Folgekosten werden wahrscheinlich viel dramatischer und Die die Folgen Folgekosten generell. werden, die Folgen, aber eben auch, da reden wir auch über Menschenleben. Also das, worum es jetzt hier bei Corona, bei den Lockdowns, bei den Shutdowns geht, dass wir Menschenleben schützen wollen. Um nichts anderes geht es bei der Klimakrise. Und jetzt der andere Punkt, der mich eigentlich wach macht und der mich hoffen lässt. Wir haben hier innerhalb kürzester Zeit Milliardensummen locker gemacht. Unser Staat zum Beispiel, viele andere Länder auch. Innerhalb weniger Tage ging ein Paket von Gut, 700 das sagen Milliarden viele, die Euro. gerade für sich für den Klimaschutz einsetzen. Da funktioniert es. Warum nicht bei den Themen, die uns eben auch bewegen? Herr Schwanke, können Sie noch Genau. sagen, weil ich denke, das ist ja auch die Themen, was können Städte denn machen, um tatsächlich ein Stück weit mehr vorbereitet zu sein? Wir müssen unser Leben neu denken. Wir müssen also uns darauf vorbereiten, dass wir längere Trockenheiten und vor allem in den Sommermonaten mehr Stress bekommen beim Leben in unseren Städten. Das heißt, wir müssen uns auf Hitze einstellen. Wir müssen unsere Städte kühlen. Wie schafft man das? Indem wir das Stadtgrün noch weiter fördern. Also Okay. Stadtgrün, ganz wichtiges Ding. Und wir müssen dahingehen, dass wir Stadtgrün auch am Leben erhalten. Also wir können uns nicht das erlauben, was wir 2018 überall in Deutschland gesehen haben, dass nämlich die Grünanlagen einfach verdorrt und vertrocknet Ganz schlimm. worden sind, weil wir sie nicht gegossen wurden. Wir müssen Man sieht es ja die, jetzt auch bei den Bäumen. Also ich sag mal, wie wollen man wir sieht es bei das den regeln? Bäumen, wir müssen die Parkanlagen wässern, wir müssen sie begießen. Das heißt, wir müssen die winterlichen Niederschläge auffangen, wir müssen Wasserspeicher auch in unseren Städten anlegen, aus denen man dann wieder heraus in trockenen Und Sommermonaten weg das von den Ganze gießen kann. Monokulturen, denke ich. Also Fichten sollten wir doch bitte nicht mehr anpflanzen. Wie sehen Sie das? Das ist jetzt ein anderes Thema. Das ist nämlich das Thema Wald. Ich rede noch erstmal über die Parkanlagen. Um Ach das so. Leben in den Städten erträglicher zu machen, brauchen wir dieses Grün, weil das kühlt gerade in heißen Sommernächten die Städte ungemein. Also das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen die Städte natürlich, was den Verkehr angeht, komplett neu denken, deutlich fahrradfreundlicher denken. Wir müssen aber auch, jetzt, wenn ich aufs Wetter wieder komme, uns auch die Städte anschauen, ob sie stark Niederschläge, starke Gewitter, Regengüsse innerhalb kürzester Zeit puffern können oder ob dann die Keller volllaufen. Auch da muss man noch mal, glaube ich, an vielen Städten an den Stellschrauben drehen. Jetzt zum Thema Wald, Wald. Monokulturen. Das ist ein weiteres Thema, was uns generell in Deutschland bevorsteht und was ein sehr großes Thema wird, wie wir den Klimawandel spüren werden. Ich mache mir große Sorgen um die Zukunft des Waldes in Deutschland. Wir sehen jetzt schon nach zwei trockenen Jahren, 2018, 2019, sehen wir jetzt schon, viele Waldbestände sind krank oder tot. Wenn man jetzt durch die Wälder geht, man kann die Augen davor nicht mehr verschließen.
Das heißt, unsere Wälder sind in Gefahr. Aber die Hauptfrage ist, welche Bäume sollen wir eigentlich heute pflanzen, damit wir in 80 Jahren am Ende des Jahrhunderts einen gesunden Wald haben? Und diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Die ist auch nicht zu beantworten, indem ich sage, keine Fichten mehr. Dann frage ich, welche Bäume dann? Ich habe mich mit Forstwissenschaftlern unterhalten und die haben gesagt, das ist wirklich ein Riesenthema und ein ganz schwieriges, weil sie kennen die Antwort nicht. Also wenn wir dieser Punkt zeigt, wenn wir nicht wirklich die Erwärmung bei 2 Grad irgendwie begrenzen, dann könnten die Bäume das vielleicht noch hinbekommen und immer wieder. In diesem kurzen Zeitraum von nur 100 Jahren. Wenn wir also die Erwärmung größer werden lassen, dann werden wir wahrscheinlich in 80 Jahren keinen Wald mehr haben in Deutschland, keinen gesunden Wald mehr, weil wir nicht Was für mehr eine wissen, schreckliche welche. Vorstellung. Ja, weil es keine Bäume gibt, die das noch aushalten können. Herr Schwanke, ich muss jetzt fragen, eine letzte Frage für meine Freundin. Der ist aufgefallen, dass sie immer sehr gut sitzende Anzüge tragen im Fernsehen. Gibt es ein Das ist aber ein ganz Geheimnis? anderes Thema. Ja. Ich gebe mich voll in die Hände meiner Kostümbildnerin, die dort ein sehr strenges Auge drauf hat. Und that's it. Also ich habe das Glück, dass ich da nicht allein gelassen bin. Und ich habe Okay. gelernt, zum Beispiel ganz wichtig ist wirklich, dass die Anzüge sehr gut sitzen. Also es lohnt sich auch einen halben Zentimeter an der Ärmellänge oder an der Beinlänge zu verändern. Gerade im Fernsehen müssen die Anzüge übrigens noch ein bisschen enger sitzen als normal. Was also Das ist ja wohl auch aufgefallen. im normalen Leben würde man sagen, der ist vielleicht zu eng. Aber das ist ja, kann man alles lösen. Aber danke für dieses Lob. Ich freue mich, wenn ich das höre. Okay, sie freut sich wahrscheinlich auch für die Antwort. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Schwanke, für eine Vertiefung des Themas Klimawandel und Wetter. Und ich freue mich, wenn wir uns dann bald wiedersehen oder eben gegebenenfalls ich Sie dann auch wieder im Fernsehen beobachte. Ich danke Ihnen recht herzlich, ja? Ich danke Ihnen. Danke.